Oh, da sind sie beide. Und sie sind um einiges leichter, als ich erwartet habe. Jetzt geht's los mit Zerlegen. Das müsste eine Rollbremse sein. Das ist 60 Ampere Sicherung. Ja, die ist durch. Ist nicht ganz ohne. Ihr könnt das, wisst das bestimmt gar nicht zu schätzen. Aber guckt euch an, wie es gearbeitet ist. Da ist nichts irgendwie Plastik am tragenden Rahmen. Klar, das ist Plastik, das sind die Abdeckungen. Aber das war's auch. Ansonsten sind die Dinger super massiv. Plus minus, Motor Controller ist auch. Das heißt, hier kann ich einfach irgendwas. Hey, haben wir davon gerade reden? Mal gucken, ob ich Schmuck gekauft habe. So, ich habe die Hauptsteuerplatine geöffnet. Die beiden Kabel habe ich abgemacht. Das sind Beleuchtung hinten. Das sind die Halterung für Beleuchtung vorne. Braucht kein Schwein. Noch nicht. Jetzt wird es interessant. Das ist die Ansteuerung für den Motor hinten. Was ist das? Das geht nach vorne, hier hin und tut irgendwas. Das könnte die Drosselung sein. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass das die Drosselung ist. Oder auch nicht. Das ist die Magnetbremse. Wenn die Magnetbremse eingeschaltet ist, wenn er nicht fährt. Die Frage ist, warum hat das Ding so viele Kabel? Weil es zur Magnetbremse geht und in den Motor. Gut, ist was ich später rausfinde. Okay, ich habe jetzt testweise mal Strom angeschlossen. Okay, ist soweit nackig. Und ich habe glaub ich rausgefunden, warum er aussortiert wurde. Irgendwas hier hinten stimmt nicht. Es ist keine. Moment. Es ist beim Lenken per Steuereinheit keine flüssige Bewegung, sondern er ruckelt. Wahrscheinlich wurde es unmöglich, damit zu fahren. Das heißt, wir werden jetzt mal die Mechanik aufmachen und gucken. Wahrscheinlich ist nur irgendein Poti da drin im Arsch. Aber das sehen wir gleich. Ja, Problem behoben. Hier ist eine kleine Platine drin. Mit einem Rad, was angegriffen wird, wenn man die Steuerung bewegt. Und diese kleine Feder war so eingestellt, dass sie nicht richtig gegen das zweite Zahnrad gehalten hat. Das bedeutete, dass er nichts selber zurückgestellt hat. Echt schwer, die aus dem Keller zu kriegen.
So, das Ding fährt bereits. Jetzt kommt der interessante Teil, eine Fernsteuerung einzubauen. Ich bin jetzt gerade dabei, einen von den Schaltdingern zu zerlegen. Die kann man angenehmerweise einfach abmachen. Soll ich mal sagen, was das Tollste ist? Nichts davon ist so Apple-mäßig, so aussperrmäßig. Man macht es einfach auf, alle Kabel liegen offen und man kann damit spielen. Wusstet ihr zum Beispiel, dass die Dinger ein Zündschloss haben? Wenn ihr mal an einem Meira V1 vorbeikommt, also dem alten Meira-Modell, dann steckt in der Konsole dieses Ding drin. Zieht ihr das raus, kommt der kein Meter mehr. Ziemlich cool gelöst. Faszinierend. Die Mechanik ist relativ simpel. Ich hatte eigentlich irgendwelche Magnetpotentiometer erwartet. Aber vor, zurück, rechts, links. Eine Kombination aus den Dingen. Ich bin jetzt gerade dabei, das ist nur noch die Steuereinheit. Muss alles wieder zusammengebaut werden. Interessant, bei Bewegung des Steuerknüppels werden die beiden geschlossen. Ich weiß noch nicht, was die tun. Der war da dran und wenn du bewegt hast, wurde der, also wir mal selber gucken hier, wurde der, ich glaube, geschlossen. Aber warum? Entweder ist es für die Standbremse, dass die Magnetdinger angehen, weil der hat ja Magnetbremsen, oder irgendwas anderes. Ich bin gespannt. Vielleicht mache ich einen kleinen Dip-Switch oder so, mal gucken. Und ich habe eine sehr süße Freundin. Ich bin ja unten am Bass und sie kommt runter. Hier, hast du was zu essen? Das ist toll, oder? So, eigentlich wollte ich das Ganze ja quasi mit riesen Servos direkt an den Steuerknüppel gehen und den bewegen. Viel zu seltsam. Wie wär's damit? Empfänger, Batterie, also wahrscheinlich externe Batterie. Ich weiß noch nicht, vielleicht finde ich irgendwo 12 Volt oder so. Oh yeah. Reagiert schnell, ist simpel. So soll es sein. Jetzt muss ich den noch fertig machen. Der Winkel stimmt noch nicht ganz und ich muss ein anderes Hörnchen aufsetzen. So, die beiden Servos greifen an die Potentio. Das Ganze wird über meinen Empfänger ferngesteuert. Scheiß auf den Joystick. Ich muss das alles noch zusammenbauen. Ich weiß noch nicht wie und wie ich es hübsch mache. Strom ist drauf. Aufgepasst. Vorwärts. Rückwärts, links, rechts und analoge Steuerung. Das heißt, ich kann auch nur ein bisschen einlenken. Allerdings hört man die Vibration der Werbung auch in den Motoren. Das heißt, eigentlich müsste es noch ein bisschen sanfter sein. Ist aber fürs Erste egal. Ich glaube, ich muss noch mal die Lampen anbauen und draußen eine Testfahrt zu machen.